So, herzlich willkommen zum fünften Let's Play von Final Fantasy XII Zodiac Age. Hier haben wir zuletzt aufgehört, wo es um Untergrund geht. So, und es geht jetzt so weiter. Und irgendwo da unten müssen wir jetzt in den Palast rein. Und dann kommt irgendwann das mit der Kanalisation, wo das Pferd ist. Dieses Feuer, Pferd Pyros oder wie es heißt. Ah, bin hier richtig. Da unten ist das. Da unten ist irgendwo ein guter Händler durch gewesen. Da ist ein Händler und da. Bin mir da nicht sicher. Guck mal nach, was er anzubieten hat. Ah, Zwiebelpfeffer. Ja, einen zurück. Und hier bin ich richtig. Ja, muss hier rein. Und von denen kriege ich nicht jetzt sowas. Ah, if it isn't Van Ratsbane. Come for a tip on how to scare something bigger and in armor by the East Gate. What? You already heard about that? Wise I may not be, but well informed I am. They'll get what's coming to them someday, believe me. But that's not why I'm here. Do tell! I want to know how to sneak into the palace. They've got to have some great stuff in there. Thought I'd partake. Not one to mince words, are you, boy? The Empire protects all that's hers, and that means the palace and all the treasures inside. That's why I'm gonna do it. To take back what's ours. So, our champion of the sewers aspires to noble action. Admirable. Perhaps I can help you. Ah! Now that I think on it, there was a rumor. Yes, a secret passageway into the palace walls, a door, and a magic stone that opens the way. That's it. This is exactly why I came to talk to you first, Alan. So, where's this magic stone? Oh, I've had it for years, if I can remember where I've tucked it away. Jetzt ist gut, jetzt kann ich wenigstens alleine schalten. Ich habe auf jeden Fall genug gehört. Bestimmt lässt du den Stein in einer deiner Kisten vermodern. Du musst ihn finden für mich. Mit ihm komme ich in den Palast, richtig? Der Stein ist von besonderer Kraft. Mondsichelstein wird er genannt. Und ist kalt wie die Nacht. Doch ist meiner ohne Magie ausgebrannt. Und ohne nutzt nur ein Sonnenstein, vermag ihm seine einstige Kraft zurückzugeben. Ah ja, das. Was du nicht sagst. Und wo finde ich diesen praktischen Sonnenstein? Die Nomaden der Giza-Ebene werden dir sicherlich wohlwollend helfen, wenn du die nur fragst. Rechts durch meinen Haustür hinaus zum Südtor, um die Giza-Ebene zu betreten. Die Siedlung liegt in südlicher Richtung. Du kannst sie nicht verfehlen. Sei auf der Hut vor den gefräßigen Monstern der Giza-Ebene. Die sollten sich lieber vor mir, dem furchtbarlichen Wahn, in Acht nehmen. Bis später und danke, Opa, damals. Sieht aber richtig cool aus, der Opa, ja. So möchte ich gerne auch mal aussehen mit dem schönen Bart dran, ne? Wenn ich mal älter bin. Und irgendwo könnte man da abspritzen. Nee.
muss doch den langen Weg nehmen. Ah ja, jetzt war das ja. So geht's ja eben und geht das erst nach rechts und dann raus. Ich bin nicht völlig falsch wieder. Ja, hier vorne war die Abkürzung. Jetzt muss ich mich hier so eine komischen Dinger sind das und da muss ich den aufladen. Kann auch sein, dass es 5 waren. Erstmal den Teleport schnell aktivieren. Aber wir kommen mir auch so vor, dass man das Speichern auch nicht sieht in der Aufnahme. Weil ich nehme das gerade über die Konsole auf und deswegen sieht man manche Sachen nicht. Genauso wie die Trophäen sieht man auch nicht. Wer weiß, was Sony da alles gemacht hat. Ja. Und das Coole ist, hier ist eine Erneuerung drin. Jetzt kann ich immer, wo ich bin, die Teleportsteine benutzen. Muss ich nicht mal berühren wie auf dem Original. Westwüste, Ostwüste. Ah, da unten ist die Gizeh-Ebene. Genau hinter mir. Wenn ich denn hier reingegangen bin, ist ja auch komisch. So, jetzt werden die erstmal aufgeladen. Ah, die denn da. Wie geht's da eben? Da sind sie. Das sind die leuchtenden Teile. Da muss man ran, um den aufzuladen. Eine Potion halten da. Grenadieren sind das hier. Oh, hier sind schon ein Verstärker. Ich habe halt so ein Bild vorbereitet und auch schon Rüstungen gekauft. Osmo-Hase müsste das durch sein. So, 3 Schilder waren diesmal noch drin. Das ist ein Nomadendorf, da muss ich erstmal hin. Also sprechen mit dem Händler. Breitschwert, Kortesu. Ne, auch mit dieselben Waffen. Von denen muss das Wesen sein. Ich glaube, das war die ja, Nomadenführer. Du siehst aus als. Trügest du etwas auf dem Herzen, mein Junge? So aus Ravanastra kamst du einen Sonnenstein zu finden. Steine sind die, die von der Kraft der Sonne nur so trotzen. Als Quelle von Wärme und Licht sind sie zu gebrauchen. Doch um diese Angelegenheiten kümmert sich Marschu. Du findest sie vor den Obsidian. Siehst du den großen schwarzen Felsen hinter mir? Dies ist ein Obsidian. Das tiefschwarze Gestein verschlingt das Licht der Sonne geradezu. Nur hier in der Gizeh-Ebene wirst du auf Obsidian stoßen. Genau hinter denen muss ich, also hier hoch.
Das ist die hier. Bist du nach der Lisa-Ebene gekommen, um den Ozeanten zu bestaunen? Die ungewohnte Hitze macht dir ja sicher zu schaffen. Was, Kleiner? Ah, ich verstehe. Du bist also auf den Sonnenstein scharf. Dann bist du genau richtig hier. Denn nur in der Lisa-Ebene gibt es Steine. Doch wir verteilen die nicht einfach an jeden hergelaufenen. Schließlich müssen wir auch von etwas leben. Nun ja, eine Chance bestünde schon. Ich hätte eine Bitte. Bist du interessiert? Immer raus damit? Genau. Die Sonnensteine zu fertigen ist Aufgabe der Kinder. Sie laufen die Ozeanten ab und absorbieren deren Energie mit Schattensteinen. Doch im Moment verfüge ich über keinen dieser Schattensteine. Jin vertraute ich sie alle an, doch der kehrt nicht aus der Ebene zurück. Verstehst du, wenn du Jin für mich aufspürst und ihn zurück in die Siedlung schickst, dann solltest du eine seiner Sonnensteine erhalten. Einige der Kinder meinten, sie hätten Jin im Süden der Ebene gesehen. Frag sie am besten mal selbst. Ich verlasse mich auf dich. Penelo, what are you doing here? I could ask you the same, though the answer is pretty clear. No good. What? I'm being good? Is that right? So then you wouldn't mind if I say tagged along, would you? Huh? Oh, don't worry. Miguel is busy with preparations for the fade up at the palace. Why, I'm free for the whole day. Well, let's get going. Also auf geht's. Panelo ist hinzugestoßen. Panelo will sagen zum Magier. Weil der passt da. Jetzt sieht er, dass er auch dieselben Punkte bekommen hat. Oder Weißmagier würde auch zu Panelo passen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man Panelo behält. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ja, mal jetzt zum Weißmagier. Ja, ich muss wieder raus. Dass man das mit draußen erledigen kann, ist auch ein bisschen komisch. Im Süden war das. Ja, also unten hin. Warte einen Augenblick und nimm die hier an dich. Du wirst doch, dass hier in der Giza-Ebene gefährliche Monster beheimatet sind. Drei Porsche und zwei Phönixe. Und bevor du dich Hals über den Kopf in einen Kampf stürzt, solltest du dir merken, dass wir Gefechte jetzt gemeinsam bestreiten. Das heißt, du kannst mir über das Kampfmenü mitteilen, welche Handlungen und Unternehmungen ich ausführen soll. Aber nicht, dass du glaubst, ich sei nicht eigenständig genug. Ich kann sehr wohl auf mich selbst aufpassen. Gefährten können nun Befehle entgegennehmen. Ebenso kann der Gruppenführer nun gewechselt werden. Naja, und solltest du einmal das Gefühl haben, ich würde deine Anweisungen nicht folgen, kannst du meinen Gambit ausschalten. Dann musst du mir allerdings genau sagen, was ich tun und lassen soll. Du kannst natürlich auch deine eigenen Gambit einstellen. Den Kampfmenü wurde die Rubrik Gambit hinzugeführt. Dann mal los. Also die Gambits gibt es hier noch, aber irgendwie brauchen wir die nicht mehr Punkte verschwenden dafür. Der Ort, an dem Jin sich aufhält, soll südlich der Siedlung liegen oder waren. Wahrscheinlich müssen wir von hier einen kleinen Bogen laufen. So. Gambit. Weil sie bei Klambri schon gewesen? Nee. Sehr komisch. Ich werde ausrüsten.
Können wir ja wohl später. Muss ich später nochmal rausfinden, wie das immer war. Auf jeden Fall muss ich erstmal den Jungen suchen. Die ausmachen. Ja, die bringen den Fähigkeitspunkt. Der Haus ist einfach komplett hier links rum. Irgendwann wird der jemand sich schon anfinden. Jetzt haufenweise hier. Nee, hol nicht ab hier. Einer der ersten stärksten Viecher hier. Ich hab schon hier noch ein Problem jetzt gerade. Oh ja, die hat ja noch das anders hier anvisiert. Das ist es. Da sind die Dinger, da muss man später ran. Hohenwald, oder? Da müssen wir schon sein. Die Gänge noch, die waren noch nicht so stark. Hier gibt es auch noch starke Gegner. Diese mit dem Schwert, nein, die sind ziemlich hartnäckig hier. Die sollte man jetzt noch nicht machen. Hier kann man auch sehr gut Punkte sammeln. Da werde ich nachher auch wieder ein paar sammeln. Weil hier brauche ich immer nur um die Karte ringsrum laufen. Also wer sehr gut Punkte sammeln will, man fängt einfach nur ringsrum laufen. Das funktioniert wunderbar. Weil hier kann man nicht stark genug sein. Weil es wird noch richtig schwer. Besonders bei den Pflanzen-Sachen. Ah, da unten ist er schon. Richtung.
Klar, das war der Junge. Genau, nehmen wir den Schreibtisch mit. Ja, ich bin Jen. Wieso? Was? Na, Schuhe, ja. Ich soll sofort zurückkommen? Was mache ich jetzt bloß? Ob es wohl schon geht? Ah, nein, tut einfach noch zu weh. Und das, obwohl ich noch nicht alle Sonnensteine zusammen habe. Diese blöden Monster sind an allen schuld. Als ich vor denen weglief, hab ich mir den Knöchel verstaucht. Dabei bräuchte ich nur noch einen Sonnenstein. Ich werde noch etwas ausruhen. Seid ihr eigentlich extra wegen mir gekommen? So. Hat sich eben gerade mein Leppi gemeldet. Dann benötigt ihr also einen Sonnenstein und deswegen habt ihr mich gesucht. Wenn Joshua ihre Erlaubnis gegeben hat, spricht wohl nichts dagegen, dass ich euch einen Schattenstein gebe. Daraus könnt ihr einen Sonnenstein gewinnen. Ich erkläre euch, wie das geht. Einen Schattenstein erhalten. Der Stein, den ich dir gerade gab, ist ein sogenannter Schattenstein. Wenn man den Stein an einen leuchtenden Obsidianten hält, nimmt er hungrig dessen Energie an sich auf. Der Fels, der so grell leuchtet, ist ein Obsidiant. Haltet den Schattenstein in seiner Nähe in die Höhe, damit er sich aufladen kann. Hier in der Gizeh-Ebene gibt es 4 leuchtende Obsidianten. Wenn man seinen Blick auf die Ebene schweifen lässt, dann kann man sie alle nicht übersehen. Wie viel Energie so ein Obsidianten liefert, weiß man erst, nachdem sich der Schattenstein aufgeladen hat. Am rechts oben eingeblendete Energiebalken könnt ihr erkennen, wie viel Energie der Schattenstein in sich aufgenommen hat. Wenn der Balken aufgefüllt ist, verwandelt sich der Schattenstein in den Sonnenstein. Bringt ihn mir doch, sobald ihr ihn in Händen haltet. Auf der Landkarte sind die leuchtenden Obsidianten eingebracht. Ich werde hier, bis ihr zurückkommt. So, jetzt muss ich es aufladen. So, aber das wird später gemacht, weil jetzt mir gerade ein Speicherpunkt in der Nähe. Ich werde mich jetzt noch ein paar Punkte sammeln und Penelo einen Job geben. Weil jedes Mal die Wiederholung mit dem Job anlegen und so. Ihr habt ja gesehen, wie das jetzt funktioniert. So. Dann speichere ich erstmal und sammle noch ein paar Punkte. Damit das Spiel auch richtig schön flüssig läuft. Damit man auch nicht jedes Mal platt geht oder so. Also besiegt wird. So, speichern abgeschlossen. So, und das war's dann erstmal mit dem Let's Play. In der nächsten Folge zeige ich euch, wie man den Stein aufladet und zurückkommt. So, bis zum nächsten Mal und tschüss.